gladiators take the Zwei Siege in Folge. Der SK Sturm schreibt brav an. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Dein Verein SK Sturm. Ihr Experte an meiner Seite, das ist Manuel Ortlechner. Hallo. Servus, hallo. SK Sturm in der Spur, so richtig zurückgekehrt jetzt dort, wo man hin will vom Trend. Ja, das würde ich schon sagen. Nicht nur jetzt im Blick auf die Tabelle, sondern auch generell die Leistung war sehr, sehr reife Leistung, eine clevere Leistung. Ich glaube auch, dass man verdient gewonnen hat. Ja, nämlich zweimal. Einmal gegen die WSG Tirol, einmal gegen Altach. Das sind jetzt nicht die Liga-Grösusse, aber dennoch. Ja, aber dennoch, also Altach ist also eine Mannschaft, also wenn die an dieses Defensivthema in den Griff kriegen, sind die für mich eine sehr unangenehme Mannschaft, weil ihre Stärke einfach in der Offensive auch liegen. Also das ist gar nicht so einfach, durch Punkte zu entführen, aber mit der Art und Weise, wie Sturm Graz momentan oder jetzt seit dem neuen Trainer auch agiert, ist es einfach ganz, ganz schwer, dass du den Graz an der Tor schießt. Also sie verteidigen sehr, sehr clever und deswegen finde ich, dass sie das dort sehr clever angelegt haben. Und ja, der neue Stürmer hat auch gefruchtet und zweimal gezeigt, was er wirklich auch drauf hat und warum man ihn geholt hat, weil er bringt schon sehr, sehr viel Wucht und Präsenz in seinem Spiel mit. Ja, Wucht und Präsenz zeigt man auch am letzten Transfertag beim SK Sturm. Philipp Hosiner, der ist nach Chemnitz gegangen, dritte deutsche Liga, was lange währt, wird endlich gut. Für alle Beteiligten ein Gewinn, nehme ich an, Orti. Ja, also ich denke schon noch, dass gut ist, dass diese Personal jetzt auch abgehandelt ist, weil in dem Fall war es so, dass es eigentlich eine Lose-Lose-Situation war bis jetzt. Und das hat man jetzt lösen können, weil wenn ein Spieler irgendwo auch jetzt nicht mehr gefragt ist und er sich zwar bemüht, aber der Verein mitgeteilt hat, nein, bitte verändere dich. Und das ist jetzt passiert, glaube ich, ist für beide Seiten so am besten. Ich wünsche ihm auch alles Gute. Interessanter Spieler Dante Amadou aus Mali, der kommt zum SK Sturm und wird gleich weiterverliehen nach Hartberg. Und dann gibt es zwei besonders spannende Personalien für den SK Sturm, denn die sollen dorthin kommen und da auch bleiben. Nämlich Kirill Despotov, ein Bulgare, der kommt auf Leihe von Cagliari, Flügelspieler, hat unter El Maestro schon in Sofia gespielt. Und dann haben wir Isaac Donkor, den kennt der Lukas Spendelhofer ganz gut, von der Inter Primavera, der zweiten Mannschaft von Inter Mailand, ein Ghanaer und Innenverteidiger. Also der Kader wird verbreitert, auch in der Qualität, wenn das so kommen soll, wie es wir gehört haben. Ja, denke ich schon. Also jetzt sind wir beide nicht wirklich ein Begriff, aber der Trainer kennt Despotov, denke ich, sehr, sehr gut, wenn er unter ihm gespielt hat. Und die zweite Verpflichtung, denke ich, macht auch Sinn, jetzt nach dem Marasic-Abgang. Also ich denke, dass man sich also sehr clever verstärkt hat und auch im Hinblick auf die Außen beim Spiel, denke ich, hat man jetzt einen sehr, sehr guten Konkurrenzkampf jetzt mit der Neuverpflichtung, weil jetzt egal, ob es Husbeck, Janscher, Hirländer, Lehmer, also da ist einiges an Betrieb, aber einiges natürlich auch an Ansprüchen, weil jeder will eigentlich auch in der Startformation stehen und der Trainer kann sich nichts Besseres wünschen, als wie das jetzt eigene Optionen noch hat. Ja, und am Wochenende, wir haben es besprochen, da hat man angeschrieben und zwar die volle Punkteanzahl in Altach. Wir werfen den Blick zurück auf dieses Spiel. Sturm Graz mit Trainer Nestor El Maestro geht mit einem Erfolgserlebnis in die Ligapause. In der 28. Minute entscheidet Schiedsrichter Ameter. Nach diesem Zweikampf zwischen Berisha und Spendlofer zunächst auf Strafstoß für die Altacher, nimmt dann aber die Entscheidung nach Rücksprache mit seinem Assistenten wieder zurück. Diese Entscheidung geht in Ordnung. Berisha zieht Spendlofer am Trikot zu Boden. Die Steirer gehen nach einer halben Stunde durch den Kopfballtreffer von Beckim Baller mit 1:0 in Führung. Kapitän Stefan Hirländer gibt bei seinem Startelf-Comeback per Eckball die Torvorlage. Die Grazer zeigen sich im Ländle sehr abgeklärt. In der 62. Minute gibt es durch den Griechen Avlonitis beinahe das 2:0. Die Stange rettet aber für die Altacher mit Torhüter Martin Kobras. 85. Minute, es gibt den nächsten Treffer für Sturm. Die Altacher können nicht entscheidend klären. Juan Dominguez behält den Überblick. Beckim Baller schnürt per Kopf seinen Doppelpack. Der 28-jährige Albaner erzielt sein insgesamt drittes Saisontor. Es wird aber noch einmal spannend. Der eingewechselte Johannes Tatarotti ideal auf den ebenfalls neu ins Spiel gekommenen Franz Pangop. Der sorgt für den Anschlusstreffer, macht in seinem dritten Bundesligaspiel sein erstes Tor. Die Altacher werfen danach zwar alles nach vorne, ein Treffer gelingt aber nicht mehr. So gibt es für das Team von Alex Pastor bereits die zweite Niederlage in Folge.
Ja, Matchwinner Bekim Bale, ein Albaner, der ist von Grozny gekommen aus Russland. Was kann man über den sagen? Nicht nur, dass er Matchwinner ist, sondern auch Kopfball spielen kann. Ja, aber das haben wir eh schon gewusst. Auch, das war etwas, auch, was ihn, denke ich, auch auszeichnet hat, bevor er überhaupt geholt wurde. Jetzt hat er es auch unterstrichen. Er ist auch jemand, der sehr, sehr viel Druck auch macht in den gegnerischen Reihen. Also ist jemand, der sehr unangenehm ist, auch zu spielen. Ja, er schreibt jetzt wieder mal an. Also das ist auch ganz gut. In dem Fall hat das Spiel auch alleine entschieden. Bin gespannt, wie er es in den nächsten Wochen auch weiter präsentiert. Aber absoluter Gewinn. Und wir wissen auch, nach der Länderspielpause wird wahrscheinlich auch ein Thorsten Reucher wieder dazukommen. Also tut sich auch jetzt personell in der Offensive noch mehr. Da muss jeder Spieler auch performen. Das ist auch das große Plus und liegt auch der Salzburger, wo da auch sehr, sehr viele Spiele in Anspruch stellen. Und Ähnliches kann jetzt auch bei Sturm passieren. Jetzt denke ich, wird auch das generelle Qualitätslevel erhöhen. Ja, 3 Tore hat er schon, Bekim Bale. Jetzt wollen wir ihn auch hören. Ich denke, wir sind gut ins Spiel gestartet, haben die Partie vor allem am Anfang kontrolliert und dann auch das erste Tor gemacht. Dass wir dann auch das 2:0 erzielen konnten, war, denke ich, der Schlüssel, weil Altach immer stärker geworden ist. Sie haben dann den Anschlusstreffer erzielt und so war die Schlussphase natürlich enorm schwierig für uns, auch weil sie alles nach vorne geworfen haben. Aber am Ende haben wir die Ruhe bewahrt und die 3 Punkte nach Hause gespielt und das ist, was für uns zählt. Nestor El Maestro hat es ja angekündigt, Stabilität ist wichtig, vor allem in der Defensive. Manuel, das klingt jetzt nicht nach ganz großem Spektakel, schließt das aber auch nicht aus. Richtig. Und ein Blick auf die Tabelle und auf das Torverhältnis zeigt auch, 3 Gegentreffer in 6 Spielen, das haben noch nicht so viele nachgemacht. Der LASK hat eine ähnliche Statistik, aber ansonsten hat niemand so wenige Tore kassiert. Das heißt, die Spieler setzen das auch um, was der Trainer fordert. Und man ist 4. in der Tabelle, also man ist absolut auf Kurs. Und ich denke auch, dass sich die Fans sicher damit eher anfreunden, als wie man hat Ergebnisse vielleicht so aller Alltag und dann findet man sie in unteren Tabellendrittel. Ich glaube, das wäre den meisten noch weniger recht. Ja, deine Ausführungen, die werden durch Zahlen belegt. Das sind ganz interessante Defensivwerte für den SK Sturm. 4 der ersten 6 Bundesligaspiele gewonnen. Das sagt noch nicht allzu viel jetzt im Speziellen über die Defensive aus. Aber in 4 der ersten 6 Spiele ohne Gegentor geblieben. Ja, das ist sonst nur 75, 76 gelungen. Und 3 Gegentore nach 6 Bundesligaspielen. Da ist der Sturmrekord einmal selbst eingestellt. Darauf kann man aufbauen, auch was die Offensive betrifft. Ja, und wahrscheinlich wird das am ehesten dem Trainer ein Lächeln ins Gesicht zaubern, wenn er die Defensivstatistik sieht, weil es einfach auch sein großes Credo auch ist, dass da die Null steht und dass man wenige Gegentreffer kassiert. Und wir wissen auch alle, wer im Fußball verfolgt, wer einfach im Laufe der ganzen Saison die wenigsten Tore kassiert, der wird einfach am Ende auch sehr, sehr weit oben in der Tabelle stehen. Also ich kann das schon auch irgendwo nachvollziehen. Es wird ihm ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Das ist ja nicht so oft. Passiert nicht allzu oft, aber wir haben mit ihm gesprochen nach dem Sieg in Altach. Ich fand, wir waren sehr clever heute. Sicher, dann auch effektiv und verdienter Sieg hier in Altach war für mich nicht selbstverständlich und deswegen freue ich mich sehr. Wie kritisch sehen Sie vielleicht die letzten Minuten, die Schlussphase, als eben dann das Gegentor war und dann doch noch, so wie es halt oft ist, Hektik? Auf persönlicher Ebene sehr, weil ich leide da vielleicht am meisten mit. Ich habe es immer gerne, dass es ohne Nervosität über die Bühne geht, aber geht nicht immer. Ja, das macht natürlich irgendwie den Rücken frei, wenn es so läuft, wie es läuft im Moment beim SK Sturm. Und dann darf auch gelacht werden. Wer weiß mehr? Unsere mittlerweile beliebte Rubrik mit Lukas Spendelhofer und Tobias Schützenauer. Schauen Sie und hören Sie genau hin. Wer weiß mehr? Edition Sturm Graz mit Lukas Spendelhofer und Tobias Schützenauer. Günter Neukirchner. Mario Haas. Roman Kinas. Christian Grazer. Ah ja, oh mein Gott. Und einer war der Trainer. Roman Melich. Roman Melich, ja. Ja, Roman Kinas. Genialer. Okay, Baum war Haas. Passt. Pakota. Schoppe. Schoppe ist sicher 30. Ja, Imre Savic. Hannes Reimer. Vastic. Djurici Marko. Das geht mir ein bisschen zu leicht, Schütze. Mal eine leichte Frage, bitte. Spieler vom aktuellen Kader für den Schütze. Das gewinnst du nicht.
Peter Hüberler. Darko Milanic. Markus Schopp. Franco Foda. El Maestro. Melich. Günter Neukirchner. Ivica Osim. Otto Paric. Der Christl, oder? War interimistisch einmal für 4-5 Spiele. Heiko Vogel. Kennst du den? Ja, doch, aber. Schilcher? Er war nicht Trainer. Nein, bin mir nicht hier. Probier's halt. Okay, 2-1. 2-1. Aber schön. Ja, Roman Melich. 2-2. Na, fast. Soriano. Oh, genau, mit dem wollte ich anfangen. Stefan Mayhofer. Ja, Jakob Janscher. Imre war nicht, oder? Savic. Schütze, danke. Ja, Statistik. Statistik kennst du ja. Schaut gut aus für dich. Wurscht, die Wahrheit liegt immer am Blatt. Aber trotzdem sehr interessant, auch wie sie jüngere Semester mit der Vergangenheit auseinandersetzen oder auch nicht. Ja, aber die Wahrheit, die wartet. Nach der Ligapause, da geht es gegen den LASK, ein echter Gradmesser. Mit welcher Art von Spiel rechnest du? Ja, also der LASK wird sicher wieder mal erholt sein. Also das ist einmal klar. Ich glaube auch, dass sie die, diese Enttäuschung der verpassten Champions-League-Gruppenphase sicher auch verdaut haben werden. Und dann kommt der Gegner, ja, wo es Sturm Graz im letzten Spiel eigentlich immer sehr schwer getan hat. Darum bin ich schon gespannt, wie sie es diesmal angehen, weil die Linzer wiederum wissen, jetzt treffen sie auf einen Gegner, wo die Null mal ganz oben stehen sollte. Und es wird ein ganz interessantes Spiel werden. Ich kann schwer einschätzen, wer das Spiel gewinnen könnte. Ja, und vielleicht gibt es auch schon neue Gesichter beim SK Sturm zu sehen. Danke, dass Sie dabei waren bei Dein Verein SK Sturm. Wir machen jetzt einmal Ligapause und sind dann gerne wieder für Sie da.